Dieses Mal sehen Sie im Männermagazin die schöne Laura, die am liebsten nur mit Slip und oben ohne tanzt und sich das ja auch wirklich leisten kann. Gefällt's dir, Gunther? Ja, Laura, du bist fantastisch. Du musst nur ein bisschen mehr aufmachen, verstehst du? Ha? Komm, wir machen. Komm, entspann dich, ja? Mach den Busen voll ein bisschen weiter nach hinten. Laura. Oh, Gunther, mein Bein schläft ein. Oh, bitte, Laura, das macht jetzt nichts. Jetzt lass dich ein bisschen mehr nach vorne fahren, komm. Bisschen mehr nach vorne. Okay, bleib so. Gunther, das ist gut. Ich kann nicht mehr. Lass uns mal eine Pause machen, bitte. Och, Laura. Oh, Models, 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 affengeil, bärenstark, tierisch gut, diese Models. Ach, Berlin, na, das ist es. Ne, hier ist was los. Und diese Kraftwagen. Oh, einfach wie ich weiß nicht. Oh, das bleibt ja gar nicht. Und das könnte ein Mountainbike sein. Oh, Polizei, auch da, wunderbar. Oh, hier ist was los. Oh, guck mal, ein Rettungshubschrauber. Mensch, hier ist was los. Nee, also Berlin ist schon unsere Hauptstadt, merkt man gleich. Heppet, hör auf, das können die Karnickel sowieso viel besser. Ja, es gibt noch mehr Sachen, die Karnickel besser können. Ne? Allerdings. Achtung, gegen den Verkehr. Das ist der Sinn. Tausend Gipsbeine. Eine Menge Arbeit für den Landarzt. Mama! 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 Ich krieg den Reißverschluss nicht auf! Was machen Schmetterlinge heutzutage für einen unvorstellbaren Krach? Hören Sie, ich war letzte Woche in der Sauna. Oh, und? War die rot? Ja, war ganz nett, aber ich saß mit meinem Arsch auf dem Ofen. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, unsere Gewerkschaft hat bei den letzten Tarifverhandlungen folgendes Ergebnis erzielt. Alle Angestellten der öffentlich-rechtlichen Anstalten müssen nur noch einen Tag in der Woche arbeiten. Aber doch nicht jede Woche, oder?